Tag, Naseband von der Kriminalpolizei. Mein Kollege Stamm. Meine Schwester ist verschwunden. Sie war da, als Claudia ermordet wurde. Sie sind wer? Entschuldigung, ich bin Annemarie Weiler. Mir gehört das Hotel. Was ist, wenn der Mörder sie hat oder sie irgendwo verletzt rumliegt? Kommen Sie, wir finden Ihre Schwester. Vielleicht ist sie beim Bootshaus. Emily! Das Opfer heißt Claudia Grote, 40, Architektin aus Stuttgart. Hat mit ihren Freunden ihr Urlaub gemacht. Und das sind übrigens die Freunde. Die sind ebenfalls mit den beiden Schwestern befreundet, denen das Hotel hier gehört. Und der Ehemann des Opfers ist bereits gestern Abend abgereist. Gut. Da werden uns die Freunde wahrscheinlich auch sagen können, warum. Guten Morgen, liebe Sarah. Morgen. Was hast du denn für mich? Also, es ist mehrmals auf Sie eingestochen worden. Das ist keine Stunde her. Bei der Tatwaffe tippe ich auf ein langes, spitzes Küchenmesser. Eine Tatwaffe haben wir bisher noch nicht gefunden. Dann müssen wir alle Gästezimmer durchsuchen, so leid es mir tut. Ich habe da zwar wenig Hoffnung, aber du kennst es ja. Versuch macht klug. Klar. Das sieht nach reichlich Emotionen aus. Hatte sie Personalpapiere bei sich? Gar nichts. Wir haben nichts an ihr finden können. Kein Handy, kein Ausweis, gar nichts. Nicht mal ein Handy, ey. Das ist ja heutzutage fast ungewöhnlich. Kollege, kannst du mal in ihrem Zimmer gucken, ob da ein Handy liegt? Danke dir. Ich komme gleich nochmal, Sarah, ja? Ja, bis nachher. Guten Morgen. Mein Name ist Naseband von der Kriminalpolizei. Für Sie vorab zur Info, wir durchsuchen gerade alle Zimmer hier im Hotel. Was? Glauben Sie etwa einer von uns? Das ist reine Routine. Sie sind Frau? Kurz, Brigitte Kurz aus Wiesbaden. Sorry, ich wollte nicht unhöflich sein. Der Mord war für uns alle ein Schock. Stefan Schulte, ich habe Claudia vorhin gefunden. Es war so 7:45. Ich wollte los zum Joggen und dann lag sie da. Sie beide sind ein Paar? Wir? Nee, nur Freunde. Hm. Was haben Sie denn gemacht heute Morgen? Ich habe geschlafen. Ich habe erst mitbekommen, dass Claudia ermordet wurde, als Annemarie in mein Zimmer gestürmt kam. Sie dachte wohl, Emily würde sich bei mir im Zimmer vor dem Mörder verstecken. Wurde sie unterdessen gefunden? Wieso sind Sie sicher, dass Ihre Schwester dem Mörder begegnet sein muss? Ich war heute Morgen beim Bäcker wie jeden Morgen und sie machte in der Zeit immer das Frühstück. Da stand die Wurstplatte, der Tisch war gedeckt, der Kaffee lief, sie muss da gewesen sein. Wenn sie hier jetzt nicht ist, weiß ich nicht, wo sie sonst sein könnte. Wieso denn ausgerechnet das Bootshaus? Sie hat sich früher immer schon hier versteckt als Kind. Sie kannten das Opfer? Ja, wir kommen alle aus der Ecke hier. Wir waren früher schon eine Clique. Irgendwann sind dann alle weggezogen und Emily und ich sind hier geblieben. Einmal im Jahr treffen wir uns dann hier. Schöne Tradition. Wenn wir als Truppe zusammenkamen, dann war das immer ein Highlight des Jahres. Ja, das ist schön, wenn man alte Freundschaften pflegt. Hier. Claudia, habe ich gestern Abend noch von ihr gemacht. Können Sie mir sagen, warum Ihr Mann gestern abgereist ist? Hannes? Der hat komplett überreagiert. Das war eine kleine Kabbelei unter Freunden. Ist beleidigt aufgestanden und gegangen. Worum ging's? Schauen Sie, Claudia ist eine Star-Architektin, okay? Und Hannes ist irgendein erfolgloser Schriftsteller. Mehr muss man dazu nicht sagen. Gut. Und heute Morgen, haben Sie da irgendwas mitbekommen? Streit vielleicht? Nix. Aber ich war auch unter der Dusche. Vor dem Joggen? Ja. Kalt duschen vor dem Sport. Macht fit. Und Sie? Ich habe nichts gehört. Ich schlafe mit Ohrstöpseln. Michael, mein Kollege hat oben wohl was gefunden. Ah, okay. Bis gleich, ja. Was war Claudia Grote für ein Mensch? Sie war schlau, ehrgeizig, hatte den Erfolg bei Männern und im Job genossen. Und wie standen Sie zu ihr? Sie war mal meine beste Freundin, aber wir haben uns auseinandergelebt. Aber wegen der Tradition treffen Sie sich weiterhin. Da ist sie, Emily! 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 Wir haben dich überall gesucht. Ich bin so froh, dass wir dich gefunden haben. Emily. Warten Sie mal, sie hat einen Schock. Was ist denn los?
Emily, alles ist gut. Was machst du denn? Hey. Du zitterst ja, was ist denn los? Was ist passiert? Hier, sonst erkälten Sie sich noch. Frau Weiler, mein Name ist Starnberger von der Kriminalpolizei. Ihnen kann jetzt nichts mehr passieren. Das Messer. Das Messer? Wer hat es in der Hand gehabt? Das Messer. Was haben Sie gesehen, Frau Weiler? Okay, Ihre Schwester und ich, wir bringen Sie jetzt nach Hause. Und ich rufe Ihnen einen Krankenwagen. Nein, kein Krankenwagen. Aber Emily, bleib hier. Kein Krankenhaus, versprochen. Aber ein Arzt muss sie auf jeden Fall anschauen. Ja. Kommen Sie jetzt, es ist kalt. Wir müssen gehen. Steh auf. Los. Komm, auf. Ich rufe Dr. Link an, das ist unser Hausarzt. Ach, super, danke. Komm. Michael, hallo. Wir haben sie gefunden. Sie war beim Bootshaus. Bis gleich. Ciao. Das war eine Sache, das war im Grunde eine berufliche Sache. Das war Business, okay? Schade, Stefan. Wünschte, du wärst in meinem Bett. Bis morgen im Bootshaus. Raumfrau und ein Herzchen. Warum haben Sie uns nicht gesagt, dass Sie mit der Toten was hatten? Ich dachte, das wäre nicht so wichtig. Und ich denke, das macht Sie verdächtig. Verdächtig? Ja. Mich? Warum soll ich Claudia umbringen? Wir haben uns geliebt. Auch gerade noch geliebt? Biggie. Du Schwein. Biggie. Ich hab dir nie etwas bedeutet, oder? Bedeutet? Was wir haben, Biggie, ist eine Freundschaft plus. Okay, weil du dir in deinem Kopf da was hinzudichtest und nur weil wir ab und zu im Bett sind, heißt das noch lange nicht, dass es Liebe ist oder so. Freundschaft plus. Du bist okay? So ein Arsch. Du bist so ein berechnender Egomane. Dir ging es doch immer nur um die Aufträge, die Claudia dir gegeben hat. Welche Aufträge denn? Ach, Claudia designt Apartments im Luxussegment und meine Firma macht dafür das Multimedia-Setup. Das war quasi eine Kooperation. Da sind wir uns beruflich und zuletzt auch privat etwas näher gekommen. Och, und der Ehemann der Toten und Ihre Freundschaft plus, seit wann wissen die, dass Sie sich näher gekommen sind? Ach, gestern Abend. Beim Abendessen hat Emily so ein Riesenfass aufgemacht. Wir sollen uns einen anderen Ort zum Vögeln suchen als ihr Bootshaus. Sie hat sie also beobachtet? Anscheinend, ja. Ich habe Emily noch nie so erlebt. Emily ist total ausgerastet. Und Hannes ist dann aufgestanden, beleidigt, ins Auto und abgefahren. Wie hat die Tote reagiert? Claudia? Die war cool. Wie immer. Ich dachte, die wollte ihre Ehe retten. Ehe retten? Ja. Die wollte sich scheiden lassen. Von Hannes. Ich habe das nur nicht gesagt, damit Hannes nicht irgendein Motiv hätte. Aber der Typ war es nicht. Er ist kein Mörder. Hat er nicht drauf. Der Typ ist ein Schlappschwanz. Das war er schon immer. Und Sie sind kein Schlappschwanz, nehme ich an. Das heißt, Sie sind zu einem Mord fähig, oder was? Ich nehme das jetzt mal als provokante Frage und sage, ja, wäre ich. Wenn ich einen Grund gehabt hätte. Ja, gut. Habe ich aber nicht. So können wir es machen. Alles klar. Gut, ich melde mich. Bis dann, später. Und? Hat sie den Mörder gesehen? Vielen Dank erstmal, ja. Wir werden dann erstmal fertig. Klar. Und? Wie sieht's aus? Die Tote wollte sich wegen dem Schulte scheiden lassen. Der hat allerdings noch eine Affäre mit einer anderen aus der Clique. Okay, was ist denn das für eine Clique? Da hat ja jeder mit jedem was gehabt. Eifersucht, das älteste Motiv der Welt. Und Geld. Der Schulte war von den Aufträgen der Toten abhängig. Ah, interessant. Die Emily Weiler hat irgendwas beobachtet. Aber bis sie vernehmungsfähig ist, wird es noch bis heute Abend dauern. Ihr Hausarzt sollte auch gleich kommen. Ja, das warten wir auf jeden Fall noch ab. Ansonsten lassen wir einen Kollegen hier. Wir müssen nämlich zum Ehemann der Toten fahren. Der kommt heute Nachmittag erst nach Stuttgart. Ich kann meine Frau Claudia umgebracht haben? Wegen Stefan? Lächerlich. Er war ja nicht ihre erste Affäre. Das heißt, sie haben so eine Art offene Ehe geführt, oder wie? Nein, Claudia brauchte gelegentlich ihren erotischen Kick. Einfach war es nicht, aber ich konnte damit umgehen. Ach ja? Und warum dann die überstürzte Abreise, wenn alles so easy für sie war? So easy war das nicht. Sie hat einfach mit Stefan übertrieben, das habe ich ja auch gesagt. Und zu Hause in Stuttgart haben Sie gemerkt, dass Sie alles verlieren würden, wenn sich Ihre Frau von Ihnen trennen würde. Sie hätten ja einen Ehevertrag. Sie würden Hartz IV beantragen müssen. Von Ihrem komischen Schreiben können Sie ja nicht leben. Nein, Claudia wollte sich nicht scheiden lassen.
Sie wollte sich von Stefan trennen, auch beruflich. Das hat sie mir noch vor der Abfahrt gesagt. Also da sagt Stefan was anderes. Einer von ihnen beiden lügt. Und sie erben jetzt eine ganze Menge. Und wer verliert schon gerne Geld? Sie sind zurückgefahren. Sie wussten ja noch ganz genau, wo der Schlüssel für das Hotel liegt. Sie haben Ihre Frau umgebracht. Nein! Ich war zu Hause in Stuttgart. Ich habe dafür keine Zeugen, aber ich war daheim. Sie können jetzt erstmal gehen. Bringst du den Herrn bitte raus, ja? Ja. Wo sind Sie denn? So eine emotionale Tat passt zu ihm. Laut Obduktionsbericht wurde 6-mal auf sie eingestochen. Keine Abwehrverletzungen. Für mich riecht es nach Wut, Hass, Verzweiflung. Und dazu hat er jeden Grund. Ja, seine Handydaten werden auch ausgewertet. Aber die Affäre hätte auch ein Motiv, wenn es stimmt, was der Ehemann sagt. Und sie sich von ihm trennen wollte. Stefan Schulte. Lebt krass über seine Verhältnisse. Porsche, SUV, Penthouse, Schufa-Einträge. Also ohne die Aufträge von Frau Grote wäre der pleite gewesen. Vielleicht hat er sich gar nicht zum Sex mit ihr verabredet, sondern einfach für eine Aussprache. Und dann kam schon im Flur zum Streit. Wer weiß. Und könnte es jemand außerhalb dieses Freundeskreises gewesen sein? Ja, eher nicht. Sie hatte kaum noch Kontakte in dieser Region. Stamberger? Hallo, Dr. Link. Ja. Gut, vielen Dank. Ciao. Michael, Emily Weiler ist jetzt vernehmungsfähig. Lass uns hinfahren. Ja, vielleicht bringen uns das weiter.